Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder die bunte Herde, die sechste Folge schon davon. Und ja, vielen, vielen Dank, dass die Serie so gut bei euch ankommt. Dafür wollte ich mich unbedingt einmal bedanken. Und dass wir schon fast vor den 19.000 Abonnenten sind, das ist auch schon mal echt krass. Vielleicht schaffen wir dann auch nochmal dieses Jahr, ich weiß nicht nochmal, die 20.000. Wäre sehr cool. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Video an und falls ihr die Folge davor noch nicht geguckt habt oder generell irgendeine Folge verpasst habt, dann solltet ihr sie unbedingt nachholen, weil ihr sonst das Thema nicht so ganz versteht. Ich weiß, das sage ich auch jeden Anfang der Folge, aber ja, wir fangen jetzt einfach an. Vielen Dank. Du hast gesagt, ich kann dich nicht dazu zwingen, dass ich dich ausbilden werde, oder? Ja, wie sollst du es denn tun? Ich meine, ja gut, ihr habt ein bisschen Schwarzmagie und so, das ganze Zeug, aber daran glaube ich nicht ganz. Und wenn ich dich einfach ganz verzaubere, vielleicht hörst du dann auf mich. Wenn ich dich so verzaubere, dass du nur noch auf mich hörst? Hm? Wie wäre das? Kann ich jetzt nicht einmal aufstehen? Wenn du mir nicht wegläufst, sonst wird das echt kritisch für dich. Ja. Also jetzt solltest du aufstehen können. Ah. Darf ich jetzt nicht einfach weglaufen zu meiner Familie? Die sucht mich bestimmt. Und was ist, wenn sie dies nicht tut? Das tut sie ganz bestimmt. Aber du weißt das doch nicht, oder doch? Wissen tue ich es nicht, aber definitiv denke ich das. Was ist, wenn dich jemand wirklich nie so liebte wie du sie? Und mit Prinz, was ist da passiert? Woher kennst du ihn? Denkst du ehrlich, ich bin so dumm wie du? Ich beobachte dich schon seit etwas längerem und natürlich, ich krieg da alles mit. Aber wüsstest du denn, vielleicht mag er mich. Soll ich dir dabei helfen und du hilfst mir? Und wobei? Du weißt doch, unsere zwei Welten haben verschiedene Schätze. Einerseits haben die Schattenpferde einen Schatz und andererseits die Lichtpferde. Und du bist ein Lichtpferd. Ja, und ja. Bitte, bitte gib mir nur ein Blatt von diesem Schatz. Der große Baum von Lyra. Aber die werden mich bestimmt fragen, wieso ich eins nehme. Ich dachte, Prinz soll dich mögen. Ja, okay, ich tu's. Gut, dann hopp hopp und ich besorg dir den Trank. Okay. Aber Dings, ich kann das doch nicht einfach tun. Die werden alle fragen, wo ich war. Oder ich erzähl einfach vom Plan. Falls mich jemand fragt. Ich kann nicht lügen, glaube ich, oder so. Ah. Hallo? Schwester? Ah, Bruderherz. Wir wissen echt nicht, dass du so dunkel bist. Und hast du sie schon? Hast du sie schon? Was habe ich? Ich brauche 3 Blätter insgesamt von diesem Baum. Du weißt doch dann kann ich mich in eine andere Gestalt verwandeln. Um ehrlich zu sein, ich fühle mich da eigentlich ganz schön wohl. Du fühlst dich da wohl? Ist das dein Ernst? Ja, und weißt du, da gibt's so ein schönes... Papala, Pap, du hast dich doch ernsthaft nicht verliebt. Doch vielleicht, ich weiß es nicht. Du hast gesagt, du bringst mir dieses eine Blatt von diesem blöden Baum. Und wieso tust du es nicht? Wieso hast du es nicht geschafft? Ich schaff das einfach nicht. Die fragen sich bestimmt, wo ich bin. Und jetzt fragen sie sich auch bestimmt, wo ich bin, weil ich einfach davon gerannt bin, wie ein Idiot. Ja, du warst auch nie irgendwas anderes, weil du nie irgendwas auf die Reihe bekommen hast. Okay, weißt du was? Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich hol deine Blätter. Weißt du, Cream, die war gerade bei mir. Cream? Ja, Cream. Und was hat sie bei dir gemacht? Ich wollte eigentlich zum Schattenpferd ausbilden, aber hat nicht funktioniert. Deswegen habe ich ihr gesagt, ich helfe ihr bei Prinz. Prinz, dieses eine Fohlen da? Oh,
Oh. Also, ich habe ihr gesagt, dass ich einen Trank brauchen werde, aber ich weiß nicht so ganz, ob der überhaupt wirkt. Vielleicht, also natürlich, wäre schon nett von mir, wenn ich helfen würde, aber so nett bin ich dann auch wiederum nicht. Du weißt, wir sind Schattenpferde, wir haben kein gutes Herz. Nee, haben wir nicht. Ja. So, besorgst du mir jetzt die Blätter? Ich darf da nicht gesichtet werden, du weißt das schon, die kennen mich bestimmt noch. Ich bleib hier und du machst dich jetzt schnell auf den Weg. Du machst dich jetzt einfach schnell auf den Weg und dann, ja, bin ich glücklich. Dankeschön. Aber du musst akzeptieren, dass ich niemals wieder zum Schattenpferd werde. Ja, vielleicht leben wir dann wieder in getrennten Wegen, aber mein Bruder bleibst du trotzdem. Du, meine Schwester auch. Warte, ist das Cream? Oh Mist. Cream! Oh, endlich, ich hab dich wieder. Wo warst du nur? Oh, ich bin so, dich zu sehen. Meine beste Freundin ist wieder zurück. Ja, bitte komm schnell mit. Prego sucht auch nach dir, aber ich weiß nicht, wo er ist. Deswegen sollten wir ihn nicht vielleicht zuerst suchen? Nein, komm schnell mit. Schnell. Du weißt ja, Prinz, mit der einen Sache. Ja, was ist damit? Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig für dich, das mit der Sache mit Elsa. Aber vielleicht regelt sich das irgendwie noch. Nein, ich war bei dem Schattenpferd, ich war bei Bella. Wow, das hätte ich echt nicht gedacht. Und was hast du da gemacht? Ich meine, man kriegt nicht so oft die Chance, mit einem Schattenpferd zu reden. Nicht so laut. Sie hat mir versprochen, wenn ich ein Blatt des großen Baumes, ja von Lyra eben, ein Blatt davon nehme, dass sie mir dann hilft mit der Sache mit Prinz. Und das glaubst du einem Schattenpferd? Du weißt, die Schattenpferde wollten uns zerstören. Ja. Und es gibt eine bunte Herde nur noch. Es gibt nur noch eine bunte Herde und das sind wir. Es gibt keine anderen mehr. Ja, aber bitte, du musst mir dabei helfen. Ich brauche dieses Blatt so unbedingt. Ich finde diese Idee nicht so gut, aber für meine beste Freundin tue ich alles. Du bist einfach nur toll, danke. Okay, ich denke, wir sollten uns auf den Weg machen. Aber jetzt mal wirklich, was ist mit Prego? Ich denke, der wird schon zurückkommen. Ich meine, so lange kann man doch auch nicht suchen, oder? Ja, du hast wahrscheinlich recht. Er wird bestimmt schon wieder zur Herde zurückkehren. Und wenn nicht, wäre das echt komisch. Ja, du hast recht. Okay, komm, wir machen uns auf. Okay, komm. So dumm, diese Pferde. Echt nicht schlau. Alles gut? Ich hab mir wehgetan. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Fortsetzung folgt.